Herzlich willkommen. Mein Name ist Hendrik Lippmann. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht hier in der Kanzlei Wulff und Kollegen. Die Trennung von Ehegatten als solches bewirkt im Rahmen des Erbrechts gar nichts. Da bleibt eigentlich alles so bestehen, wie es ist. Das heißt, der Ehegatte hat immer ein Erbrecht, und zwar in Höhe von 50% an dem Nachlass des anderen Ehegatten. Die Trennung als solche verändert dort nichts. Wenn man das ausschließen will, muss man zwingend und unbedingt ein Testament machen oder eine erbvertragliche Regelung. Denn erst mit der Scheidung oder besser mit der Einreichung des Scheidungsantrages wird das gesetzliche Erbrecht des anderen Ehegatten ausgeschlossen.